Und jetzt machen wir mal eine Hierarchie. Ich erkläre das nochmal, da gehst du einfach den Gedankengang mit, ich fange wieder mit den normalen Spiegeltunneln an, diese einfache Vereinfachung. Dass ich jetzt, bitte geht es im Gedanken mit, du kannst es selber ausprobieren, normalerweise, und jetzt beschreibe ich eine Situation und der Brösel, ich nehme jetzt meinetwegen den Michael und dann stelle ich mich hin, ich stelle mich neben den Michael hin als Udo, Brösel, Udo, du denkst dir jetzt zwei, den Michael und den Udo aus, die sich beide in dir befinden, weil das jetzt deine Informationen sind. Und dann sage ich, halt einmal den Finger vor dich hin, mach die Augen dabei auf, ungefähr 30 Zentimeter schaltest, da hältst du den Finger vor dich hin. Okay? Und das ist jetzt natürlich am besten, ist es, wenn du in einem Zimmer bist und dann hältst du den zwischen die Augen 30 Zentimeter vor deine Augen. Und jetzt versuchst du das so zu positionieren in der Tiefe, die du dir ausdenkst, dass du hier den Finger zwischen den Augen hast und du schaust jetzt, dass meinetwegen hier der Finger, wenn du aus dem Fenster rausschaust, dass dann hier der Finger neben dem Fensterrahmen ist und dass dann im Hintergrund meinetwegen irgendwo ein Haus oder Straßenschild kommt und unmittelbar in dem kleinen Bereich, auf dies, wenn du das zwei als Fotografie siehst, dann weiter hin vielleicht ein Haus oder ein Berg oder irgendwas kommt. Das ist die Ausgangsbasis dieser Flucht der Spiegelungen. Und jetzt, wenn du den Finger hin hast und ich sage, konzentriere dich einmal auf deinen Finger und schau dir, soweit es möglich ist, die kleinen Papillen, diese Fingerspuren vom Finger an. Konzentriere dich auf den Finger und dann siehst du den Finger und dann ist ihn, nur deine Information ist nur der Finger. Und dann sage ich so, und jetzt schau bitte als nächstes, sage ich das Fenster an. Konzentriere dich einmal in 3 Meter Abstand oder was ist die Glasscheibe und das Fenster, konzentriere dich einmal auf die Glasscheibe. Dann schaust du die Glasscheibe an. Dann sage ich, jetzt schau mal das Haus an, das da außen ist. Konzentriere dich einmal auf das Haus. Jetzt schau an dem Haus vorbei, in der Flucht. Schau ganz noch weiter hin, schau den Wald an. Und wenn du den Finger, du musst den Finger da lassen. Wo ist der Finger? Wo ist der Finger? Und du wirst feststellen, wenn ich das erzähle, obwohl du den Finger die ganze Zeit vor den Augen hast, der ist überhaupt nicht da, wenn du ihn nicht denkst. Obwohl er doch eigentlich da ist. Nach deiner Logik, weil du meinst, das Zeug ist da außen. Nein, wir wechseln Informationen aus. Dann kommt natürlich noch das Spiel, wenn man das mit einem Auge macht, dass da in der Tiefe Schärfe ist. Das spiele ich durch, dass ich dir zeige, dass hier elementare Fehler sind in dieser Wahrnehmungspsychologie, wie das in der normalen Naturwissenschaft erklärt wird. So, das ist jetzt die Ausgangsbasis. Ich habe das wieder sehr kurz gemacht. Wir müssen genauer darauf eingehen und schön wäre als Brösel und der Brösel, wenn man das wirklich, ich sage mal, wie man so schön sagt, am eigenen Leib erlebt. Wobei der Leib ja selber gar nichts erlebt, sondern bloß der Geist, der sich an Leib zuspricht. Mit Augen und all dem drum und dran. So, und jetzt mache ich dasselbe in grün. Das ist der Spiegeltunnel. Darum habe ich gesagt, die Spiegelungen, die neuen, sind so wichtig. Wir denken uns jetzt ganz einfach die erste Stufe. Okay, das ist eine Reihe, wo wir sagen, jeder dieser Spiegel, wenn man einen Spiegeltunnel aufbaut, nummerieren wir dir mal gedanklich durch. Erster Spiegel, zweiter Spiegel, dritter Spiegel, vierter Spiegel, fünfter Spiegel. Wir wissen ja, die sind ja alle nur Divisionen von dem ersten Spiegel. Weil wenn ich jetzt da rausgehe aus dem System, wenn ich mich als Geist erhebe, stelle ich fest, dass die Spiegel da außen, die ich sehe, wenn ich in einen Spiegeltunnel reinschaue, oder das Lämpchen dazwischen, wenn ich jetzt dann sage, dass da ja nur eine Lampe ist. Erst das Spiel zwischen den zwei Spiegeln baut dann eine unendliche Reihe, eine Spiegelwahrnehmung auf, die sich letztendlich 1 durch 2, 1 durch 3, 1 durch 4 nach außen verstreut. Jetzt sag mir, das erste Lämpchen wäre dein Fernsehprogramm. Die Programme, die du hast, wenn du im Fernsehen einschaltest. Und ich sage jetzt, diese Division, dein Programm, zerhacken wir, wir dividieren das in ein erstes Programm ARD, ZDF, zweites, drittes Programm RTL Pro7. Jetzt können wir heutigen Stand mit Kabelfernsehen oder Satellit, kannst du, was weiß ich, hier 100, 120 Programme haben, wenn nicht noch mehr. Hängt davon ab. Das heißt, wir sehen jetzt da, ich sage mal einfach 100 Spiegel, die sind alle gleichzeitig dort. Das passiert, wenn du an dein Programm denkst. Hast du aber kein Bild, das ist eine große Kollektion. Und jetzt sagst du, okay, du entscheidest dich, ich sage einfach mal, du schaust jetzt Pro7 an, den hast du eingespeichert auf Kanal 5. Das heißt, so wie ich es gerade mit dem Finger gemacht habe, fokussierst du dich auf die fünfte Spiegelung. Das ist zum Beispiel, wenn ich dir den Finger, wenn du aus dem Fenster jetzt rausschaust, schau mal, wenn du im Fenster, schau aus dem Fenster raus und schau mal, was ist dort der weiteste Horizont, was siehst du am Horizont? Bergspitze. Eine Bergspitze. So, und jetzt sage ich, Schnipp, wo war die Glasscheibe? Jetzt schau auf die Glasscheibe. Schau hin, schau die Glasscheibe, schau bewusst die Glasscheibe an. Boah, ist die verschmiert. Wo ist dann die Bergspitze?
Das heißt, es ist eine ausgedachte Reihe vor dir. Sobald du dich auf einen dieser Punkte in diese Richtung fokussierst, ist alles drumherum unscharf. Es ist immer ein Austauschen von Bildern. Das heißt, wir sagen jetzt einmal, die Spiegel symbolisieren die Fernsehprogramme. Du kannst hier immer nur einen sehen oder alle gleichzeitig, dann denkst du einfach nur an das Fernsehprogramm. Und jetzt sagst du, gut, wir schauen den fünften Spiegel an. Das war jetzt die Glasscheibe meinetwegen. Oder das Haus zwischen der Bergspitze und der Glasscheibe. Um Schärfe zu haben, das heißt, um den Sender sehen zu können, musst du jetzt den fünften Spiegel anfokussieren und sobald du den anfokussierst, ist der deine Information und die anderen sind weg. Jetzt zersplittert dieses Programm zersplittert wieder in viele Spiegel. Das ist das, wenn du in die Fernsehzeitung reinschaust, das wir sagen 24 Stunden, das ist das, was um 1 Uhr kommt, um 2 Uhr, 3 Uhr. Das ist, wenn du den Streifen der Fernsehzeitung hast, wo wir uns jetzt ausdenken, das sind die Sendungen, die nacheinander kommen, die ja alle gleichzeitig da sind, weil wenn du ins Fernsehprogramm reinschaust, ist der Streifen dasselbe beim Fernsehprogramm. Du machst das Fernsehprogramm auf, das sind die Programme. Wenn du das anschaust, sind die alle gleichzeitig da. Wenn du wissen willst, was auf irgendeinem Programm kommt, musst du zuerst einmal den Streifen fokussieren. Das wäre jetzt der fünfte Streifen. Den nehmen wir jetzt einfach einmal hier. Tele 5, Bastia, Tele 5. Dann hast du hier 90 Grad gespiegelt, die Sendungen, die kommen, die sind alle gleichzeitig. Die denken wir uns jetzt wieder in den Spiegeltunnel rein. Und jetzt sagst du, okay, jetzt ist es meinetwegen 20 Uhr. Das wäre jetzt der 20. Spiegel in der Reihe. Sobald du den anfokussierst, wird der zu deiner Information, das ist aber wieder eine Kollektion. Dieser Film, der jetzt läuft, die Einzelbilder machen wir wieder eine Reihe. Und die tauschen sich jetzt in der Transversalen in dir aus. Es ist aber alles gleichzeitig da. Das ist jetzt die Bücherregalmetapher bloß in Bezug auf Fernsehprogramm. Sau gut, echt. Wahnsinn. Das sind Spiegelungen von Spiegelungen, Kollektion, Selektion. Und du merkst jetzt, dass das irgendwie ganz anders zusammenhängt, wie dir das deine materialistische Logik vorschreibt. Oder Feeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Ich sage, es wäre wie ein vollkommen neues Betriebssystem mit anderen Möglichkeiten zum Programmieren. Der Sprung von Basic zu Windows. Das ist es. Und das, was du jetzt zu akzeptieren hast, dass diese gigantische Welt, die du jetzt mit deiner Logik aufbaust, mit deinem Intellekt, mit deinem Schwamminhalt und ich sage mal mit dem Betriebssystem, das ist Basic. Das ist zurzeit ein Basiswissen, das dich zu einem Trockennasenaffen macht. Bis du begreifst, dass du gar nicht dieser Trockennasenaffe bist, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, weil der Denker was anderes ist wie ein Gedanke. Das ist eine erschreckende Erkenntnis, die nur Geist machen kann. Du wirst feststellen, es ist vollkommen sinnlos, das irgendwelchen Menschen um dich herum zu erzählen, die, wenn es nicht checken, selbst wenn sie es dann bejahen, weil sie meinen, sie hätten was verstanden. Ein Gedanke von dir kann das nicht verstehen, weil eine vergängliche Erscheinung das niemals verstehen wird. Ich erkläre es dem Geist, der sich alles ausdenkt, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt, der an was denkt, wenn er an sich selbst denkt, der sich eine Wohnung ausdenkt, eine Erdkugel ausdenkt. Und all die Sachen existieren immer bloß in dem Moment, wo er es denkt. Das ist das Einzige, was du zu verstehen hast.